Herr Langner, ich habe mal versucht, so ein bisschen zu überlegen, wie kam das eigentlich, dass Sie auf das Thema OT-Security überhaupt gekommen sind? Als ich mich dann selbstständig machte mit einer Softwarefirma, das war 1988 der Fall, dann hat mich eigentlich so der Zufall dahin gebracht, dass meine Software an Industriefirmen verkauft wurde, die damals die ersten PCs dann mit Industriegeräten, also SPSen im weiteren Sinne, verbinden wollten. Und ich hatte dafür zufälligerweise dann eine Softwarekomponente gerade auf den Markt gebracht, also im Grunde als mein erstes Produkt, wenn Sie so wollen, mit dem das funktionierte. Was sind denn jetzt heute eigentlich so die typischen Anfragen, mit denen Kunden auf ihr Team zugehen? Das ist im Grunde ganz simpel. Wir haben uns ja ungefähr vor 5 Jahren komplett aus dem Consulting zurückgezogen. Wir haben etwa 20 Jahre lang nur OT-Security-Consulting gemacht. Und das habe ich aber dann sein gelassen vor 5 Jahren, habe also der Firma eine komplette Neuausrichtung gegeben, nämlich wieder zurück zur Softwareentwicklung. Und da können wir auch noch drüber sprechen, wenn Sie das interessiert, welche Gründe das hatte. Aber weil wir eben jetzt auch ein sehr klares Profil haben, ist im Grunde klar, wer zu uns kommt, der interessiert sich für OT Asset Management. Der interessiert sich nicht mehr für ein Beratungsprojekt, weil, glaube ich, inzwischen die meisten Leute verstanden haben, ja, das macht der Langner nicht mehr. Das ist nicht mehr unser Bereich. Und jetzt kommen die Anfragen alle zum Thema Asset Management. Jetzt sind Sie ja, also Sie und Ihr Team sind ja weltberühmt, vor allen Dingen für Stuxnet, ne, dafür Stuxnet gekrackt war. Wir haben auch die amerikanische Regierung beraten dazu, unter anderem. Gibt es denn vielleicht noch eine andere, sehr knifflige technische Herausforderung, die Sie mit Ihrem Team gelöst haben, zu der Sie auch was erzählen können vielleicht? Ja, ich denke mal, Stuxnet würde schon reichen für ein Leben, aber Sie wollen da noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Da kann ich Ihnen auch was erzählen. Also wir haben ja versucht, aus der Stuxnet-Analyse die Quintessenz rauszuziehen und dann uns zu fragen oder auch die Kunden zu fragen, sag mal, was müsste man eigentlich jetzt tun, wenn man solche Bedrohungen, die dadurch deutlich geworden sind, wenn man die vermeiden möchte und die minimieren möchte. Und dazu haben wir uns eine Zeit lang beschäftigt mit einem Analyseansatz, den habe ich genannt Critical Penetration Analysis. Sie werden da jetzt keine White Papers oder so zu finden. Wir haben aber praktisch so für uns so eine interne Methodik entwickelt, wo wir sagen, also diese Angriffsvektoren wären da und die könnten dann, zu kritischen Konsequenzen führen. Und das, weiß nicht, inwieweit das bekannt ist, wir haben uns ein paar Jahre lang ja auch in der Nuklearindustrie bewegt. Wir haben dazu eben solche technischen Analysen gemacht. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr spannende Sache gewesen, die nur letztendlich folgenlos geblieben ist. Und ja, das ist schade, dumm gelaufen, aber Sie müssen dann ja natürlich als Unternehmer irgendwann die Konsequenz rausziehen, so interessiert keinen. Also es gibt so ein paar Dinge, also ich habe ein bisschen was dazu ja veröffentlicht. Es gibt einen Vortrag von mir, ich glaube von 2016 in Miami bei der S4-Konferenz, wo ich auf Basis dieser Analyse auch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie man da rangehen kann, darstelle, also ein glaubhaftes Szenario, wie Sie mit einem Cyberangriff eine Kernschmelze in einem Kernkraftwerk herbeiführen können. Also so in dem Versuch, das wirklich mal zum Exzess zu führen. Und ich sage Ihnen das also auch für Ihre Zuschauer, für jemanden, den das interessiert, ist keine Fantasie, dass dieses Szenario ist sehr sorgfältig recherchiert. Und zwar haben Sie ja auch zum Teil kontrovers die Position vertreten, dass Sie sagen, okay, also ehrlich gesagt, so viel OT-spezifische Angriffe gab es gar nicht, ne? Oder zumindest sind sie nicht bekannt. Und, ja, ich weiß nicht, was daran kontrovers ist. Das ist eine Tatsache. Also Tatsachen sind nicht kontrovers. Also Meinungen können kontrovers sein, aber keine Tatsachen. Ja, okay, genau. Also es gibt eben auch Wortäußerungen, ne, die sagen, okay, just because you're not invited to the prom doesn't mean there is no dance oder so ähnlich. Also dass es in Wirklichkeit doch jede Menge geben würde, Angriffe, die OT-spezifisch sind. Aber es ist völliger Blödsinn.
wenn Sie mal genauer nachfragen, ja, was meinst du denn da? Was sind denn das für Angriffe? Ne? Dann kommen Sie also zu den absurdesten Behauptungen. Also ich sage mal als Beispiel, was ich damals sehr blödsinnig fand. Israelischer Wasserbetreiber. Ja, wir haben pro Tag über 1 Million Cyberangriffe. Völliger Schwachsinn. Ne? Ja, ich meine, wenn Sie jetzt jeden Ping, der übers Internet da auf Ihre Webseite kommt, oder Spam, wenn Sie das als Cyberangriff betrachten, ja, komm, ja, okay. Na, dann ist natürlich klar, weil dann reden wir von völlig verschiedenen Dingen. Also tatsächliche cyberphysische Angriffe hat es nicht gegeben. Angriffsversuche vielleicht, tatsächliche Angriffe, erfolgreiche Angriffe nicht. Und ich kann Ihnen auch sagen, kann ich auch erklären und den Zuschauern, warum das so, warum wir das wissen. Denn wenn es das gegeben hätte, wüssten sie sofort davon. Dann würden nämlich die üblichen Verdächtigen wie FireEye oder Dragos oder so einen riesen Fass aufmachen und würden in aller feinsten Detail ihnen erklären, ne, was da gelaufen ist und warum das so wichtig ist und vor allem, was hätte passieren können. Weil in der Regel passiert eben sehr, sehr wenig, zum Glück. Oder was alles hätte passieren können. Ne? Da würden Sie White Paper drüber lesen, Sie würden Webinare dazu, Einladungen dazu kriegen, etc. pp. Sie würden Konferenzvorträge hören. Das alles passiert nicht. Und was viele Leute nicht verstehen, die Größenordnungen sind einfach völlig aus den Fugen geraten. Sie können das leicht nachvollziehen. Ihre Zuschauer werden das auch wissen, auf Fachkonferenzen, hören Sie mal wieder, ja, da gab es, guck mal, da Stuxnet und dann hier in Oldsmar, Florida und dann gab es damals in 2000 gab es den Vitec Boden in Australien, der hat da in Maroochyshire da das Brackwasser in die, ne, so. Und dann kommen Sie insgesamt, ich sag jetzt mal über einen dicken Daumen, auf 10 angebliche Angriffe. Und in der Regel ist dann Maersk Hydro noch dabei, was überhaupt nichts mit OT zu tun hatte und andere Angriffe, überhaupt nichts mit OT zu tun gehabt. Jetzt bleiben wir mal bei der Zahl 10. Sag mal, wir haben noch ein paar unterschlagen, das sind jetzt 20. Ne? Und was Sie nicht, also nicht Sie, sondern was viele jetzt dabei übersehen, 20 ist nichts. Da müssen Sie einfach mal die Größenordnungen sehen. Vergleichen Sie das mit IT-Angriffen, also Ransomware, wie was heutzutage ja praktisch jeden Tag sehen. Vergleichen Sie das mit Cyberspionage. Da reden Sie von ganz anderen Größenordnungen, von Hunderttausenden. Ja, also das deswegen mal nur so groß grob zur Einordnung und weshalb ich das so sage. Und ich glaube, wenn Sie diesen Realitätscheck nicht machen, dann werden Sie zumindest Kunden gegenüber unglaubwürdig, weil jeder, der logisch denken kann, wird zu denselben Konsequenzen kommen. Ja, hör mal, da war doch jetzt nicht so viel. Und für mich hat sich das Ganze wirklich geändert in der Nachfolge von Stuxnet, weil ich damals wirklich Schiss hatte. Ich war in Panik. Ich habe gedacht, hör mal, muss es doch Leute geben, die jetzt verstehen, genauso wie wir das verstanden haben, ja, man kann diesen Angriff auch abwandeln und anders fahren und dann haben wir ein Riesenproblem. Und dabei habe ich gar nicht mal so an die kritische Infrastruktur gedacht, sondern damals war für uns natürlich das Thema zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie können einen ähnlichen Angriff fahren gegen die komplette deutsche Autoindustrie, ja, und können die lahmlegen. Ne? Hätte, könnte, so. Und jetzt sehen wir aber 10 Jahre später, ist aber nicht passiert. Gott sei Dank. Ist nicht passiert. Hätte passieren können, ist aber nicht passiert. Und ich habe dann eben die Konsequenz daraus gezogen. Da haben wir doch Glück gehabt. Und warum auch immer die Hacker da nicht ran wollen, ich nehme nur das Faktum zur Kenntnis und sage, ja, haben wir Glück gehabt. Und müssen jetzt auch eben nicht das Thema so übertreiben, sondern fokussieren uns darauf, dass wir das Thema so angehen, dass wir den Kunden wirklich einen echten Mehrwert liefern. Und der liegt eben nicht darin, imaginäre Risiken zu mindern, sondern der liegt in anderen Aspekten noch mit drin, dass wir nämlich zum Beispiel den Instandhaltern das Leben noch ein bisschen leichter machen. Aber heißt das im Umkehrschluss, nur viele unserer Kunden beispielsweise kommen aus dem Mittelstand, heißt es denn eigentlich, dass Sie Ihnen sagen würden, okay, so eine Investition in OT-Security, grosso modo, lohnt sich eigentlich nicht für euch? Das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, die Kunst besteht eben darin, die Investitionen dort zu tätigen, wo es auch was bringt. Und das ist nicht so ganz einfach. Und da spielen jetzt auch Berater eine Rolle. Ne? Denn in der OT-Security gilt
zu verballern, das geht wahnsinnig leicht. Also zu verballern, ohne irgendwas dafür zu kriegen, außer vielleicht ein gutes Gefühl. Ne? Sie denken, ha, jetzt kann uns aber nichts mehr passieren, was natürlich unsinnig ist. Investieren muss man schon was. Das, also allein jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sorgfaltspflicht heraus. Man kann das Thema nicht ignorieren, aber das weiß ja heute eigentlich auch jeder. Also jeder weiß es ja schon als privater Nutzer, dass es Hacker gibt und dass es also auch über die Hacker hinaus, dass es Nationalstaaten gibt, die hier massiv ihr Unwesen treiben. Ich glaube, das hat der Mittelstand ganz gut verstanden. Nur der Mittelstand, der deutsche Mittelstand, ist ja auch massiv von einem ganz spezifischen Thema betroffen, nämlich Wirtschaftsspionage, also Sprichwort China. Das läuft im großen Stil und ich glaube, das wissen die. Und deswegen machen ja auch einige was. Ob sie jetzt genug machen und an der richtigen Stelle, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das Thema ist schon präsent. Und jetzt zu sagen, ja, bisher gab es keine Stilllegung von Produktionsanlagen, es gab hier also keine katastrophalen Cyberangriffe, nichts ist explodiert, deswegen müssen wir nichts machen, das ist natürlich völlig naiv. Ich weiß, Pauschalaussagen ist immer schwer, aber wenn Sie jetzt, wenn man als Geschäftsführer eines KMU dann bisher wenig im Bereich OT-Security gemacht hat, wo würden Sie normalerweise anfangen? Ja, das ist natürlich jetzt für mich eine Steilvorlage, denn die Antwort ist ja ganz einfach. Sie müssen mit dem Asset Management anfangen. Das ist die sachliche Grundlage von allem anderen. Denn sonst, solange Sie nicht wissen, was da überhaupt in Ihren Netzwerken installiert ist und wo jetzt auch Übergänge sind, zum Beispiel auch Fernwartungszugänge, dann ist alles Gerede über Cybersicherheit nur Gerede. Findet das nur so im imaginären Raum statt. Und alles, was sie dann tun, wird auch nur imaginär bleiben. Also das wäre schon ganz wichtig. Und bei den KMUs halte ich für ein besonderes Problem noch, dass es halt sehr schwierig ist für die kleineren Unternehmen. Das sehen Sie übrigens auch in der kritischen Infrastruktur, in der Wasserversorgung oder bei den Stromnetzen. Betreibern, wo wir auch viele kleinere Betreiber haben, ja, die ganzen Fernwartungszugänge abzusichern, die ganzen Laptops, die von Fremdfirmen mit in die Firmen reingebracht werden, das einigermaßen zu kontrollieren, obwohl das eigentlich eine der Hauptaufgaben wäre, da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das ist für kleinere Unternehmen sehr schwierig. Ne? Die großen Autobauer sagen einfach, nö, kommt hier nicht mit eurem Laptop rein, Punkt. Und wenn er für, was weiß ich, Daimler oder BMW arbeiten wollt, ja, dann geht das nicht. Ne? Dann müsst ihr, wir stellen euch einen Laptop hin, da könnt ihr euch dann dran setzen, aber euer Laptop bleibt draußen. Und das können Sie sich natürlich jetzt als ein kleinerer Mittelständler nicht leisten, weil wir dürfen nicht vergessen, Mittelstand ist ja ein dehnbarer Bereich. Es gibt ja auch sehr große, die das auch versuchen, gegenüber ihren Lieferanten durchzusetzen. Aber das ist ein so neuralgischer Punkt, der sehr schwierig anzugehen ist, weil jedem klar ist, naja, wenn er sein Ding mitbringen kann, wo seine ganze Engineering-Software und so weiter drauf ist, seine ganzen Projekte, dann erleichtert das vieles. Ja? Nur er bringt eben nicht nur seine Projekte mit, sondern möglicherweise bringt er auch noch seine Schadsoftware mit, von der er natürlich nicht weiß, dass die da drauf ist. Und das ist ein Problem, was ich als sehr wichtig und drängend sehe, denn die üblichen Verdächtigen in dem Bereich, also ich nehme mir nochmal das Stichwort China, die wissen natürlich genau, wo sie reinkommen können und das wäre gerade bei den Fremdfirmen, bei den Ingenieurbüros, die in der Regel praktisch nichts an Cybersicherheit haben, die aber auch einen Internetauftritt haben, die über irgendwelche Mailinglisten zu finden sind, die also auch anfällig gegen Spearphishing sind etc., da würde man ansetzen. Ja, kein leichtes Thema. Wenn wir vielleicht nochmal beim Thema Inventarisierung bleiben, welche Aspekte sind denn vielleicht nicht so ganz offenkundig, wenn man ein Inventar nicht nur von den IT, sondern auch von den OT-Assets erstellen möchte und auch natürlich aktualisiert werden möchte? Ja, also ich denke mal, was nicht offenkundig ist, Sie müssen so ein Inventar haben und Sie können es nicht per Hand machen. Jetzt kennen Sie den OT-Bereich ja, wie gesagt, seit über 30 Jahren. Was glauben Sie denn, wird sich der Markt noch weiter konsolidieren oder wird es da immer neue Nischenplayer geben? Gibt es vielleicht auch Lösungen oder Unternehmen, wo Sie abschätzen, dass die wahrscheinlich zu den Gewinnern zählen werden?
Ja, also ich glaube, dass wir da erst am Anfang stehen, denn Sie dürfen ja eins nicht vergessen, in der OT, in der Automatisierungstechnik, da gehen ja die Uhren 10-mal langsamer als im Rest der Welt. Aber ich denke mal, was sich am meisten verändern wird, das ist jetzt mal eine Vorhersage, die ich mache, das ist die Beratungsbranche. Die Beratungsbranche für Cybersicherheit in der OT, die wird es weiterhin geben müssen, weil sie nur zu einem gewissen Grad automatisieren können, also was die Security anbetrifft. Und ich denke mal, der Umbruch, der uns bevorsteht in der Beratungsbranche, befördert durch Covid, wird sein, dass wir jetzt massiv von diesen Projekten, wo sie 20 Workshops beim Kunden on-site machen, da kommen wir von weg. Was sind denn Halbwahrheiten oder manchmal auch Falschaussagen, die Ihnen über den Weg gelaufen sind oder die Ihnen vielleicht jetzt auch schon kürzlich wieder begegnet sind? Ja, also ich glaube, der wichtigste Blödsinn, den man konstatieren muss, ist ja die Anzahl der Angriffe, die steigt ja ständig. Ne? Das ist ein völliger Blödsinn. Und ansonsten bin ich der Meinung, ja, bei der Cybersecurity im ICS-Umfeld sollte man immer wieder darauf hinweisen, es gibt nicht so Patentrezepte wie jetzt eben ICS-Detection-Produkte oder Threat Intelligence oder sowas, sondern es ist immer noch wichtig, da zu einem sinnvollen Mix von Maßnahmen zu kommen, wo jetzt auch die Berater immer noch ihre sehr wichtige Position haben. Herr Langer, wenn Sie eine E-Mail an alle CIOs oder CISOs dieser Welt schicken könnten, was wäre die Kernbotschaft? Was würde vielleicht auch in der Betreffzeile stehen? Ich würde schon sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt zusehen, dass uns dieses Thema Cybersicherheit in der Produktion nicht komplett aus dem Ruder läuft, ne? Denn wir sind jetzt an so einer Weggabelung angelangt. Und die Weggabelung, die heißt im Grunde Industrie 4.0 oder Digital Transition. Wir wissen jetzt völlig klar, die Digitalisierung der Produktion nimmt immer mehr Tempo auf. Und das war vor ein paar Jahren noch nicht so ganz klar, ne? Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo die Meinung vorherrschend war, ja, dieses Ganze mit dem IT in der Produktion, mit PCs für Visualisierung und so, ist alles nur Add-on, ist also Pillepalle, lass es doch komplett ausfallen, interessiert keinen. So, und inzwischen, ein paar Jahre später, weiß jeder, also Stichwort Colonial Pipeline, das ist nicht mehr so. Jetzt hängt halt die IT oder halt digitale Komponenten und Architekturen hängen überall drin und sind jetzt zu so einer Krake geworden, ohne die es nicht mehr geht. Das Problem, was wir haben, ist, wenn Sie diese Krake nicht mehr genau kennen und nicht mehr verstehen, dann kontrollieren Sie eigentlich Ihren Betrieb und Ihre Produktion nicht mehr. Ja? Und wir nähern uns jetzt diesem, der Amerikaner würde sagen, Inflection Point, ja? Wo wenn Sie es jetzt nicht in den Griff kriegen, dann ist vorbei. Also ich kann nur jedem raten, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vor allen Dingen auch nicht den Mut zu verlieren. Und nicht sagen, oh, das ist alles so hier, das ist so furchtbar mit den Bedrohungen, ne, und die Russen und APT 5 und APT 16 und so weiter. Das ist Quatsch. Also ich würde das Ganze gerade jetzt den deutschen Zuhörern empfehlen. Das ist ein technisch spannendes Thema, was sich auch technisch lösen lässt. Und da sollten mehr Leute dran mitarbeiten, als das bisher der Fall ist. Schönes Schlusswort. Herr Langer, vielen herzlichen Dank nochmal für Ihre Zeit und Ihren Beitrag. Gerne. Und wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin und wir würden uns natürlich freuen, mit Vielen Ihnen Dank. im Gespräch zu bleiben.